Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Jo, moin, Flieger, ahoi, meine lieben Landratten, und herzlich willkommen zum Anflug hier auf Charlotte. Ihr Co-Pilot heute am Steuer ist der gute Wolf Ulrich. Servus und hallo. Bitte klappen Sie Ihre Tischlein hoch und genießen Sie den Anflug hier über dieses wunderschöne Strand Valley. Schon komplett. Ach ja, wenn das Flugzeug mit der Geschwindigkeit heute landen würde, würde ich Angst haben, dass es gerade abstürzt. schon schön beleuchtet, die Flugzeuge. Oder? Nee, das hat doch gerade komisch ausgeschaut. Landebahn leuchtet, also die Signallichter da. Nee, ich dachte gerade bei den Propellern, das hat so geglitzert, als würde es leuchten. Das, was ich mal als Feuer identifiziert habe. Also in der Mitte von den Propellern, da was so metallern ist. Oh. Ja, da ist so der Lack abgeschrubbt, deswegen kommt das Metall zum Vorschein. Das erklärt's. Herzlich willkommen bei Rusty Air. Charlotte haben wir auch noch nicht abgegradet, den Flughafen. Das ist noch diese matschige Bahn. Da war ich mir noch nicht sicher, ob wir es machen sollen. Irgendwann? Kann man einfach so upgraden wie die Bahnhöfe im ersten, oder muss man Abreise neu bauen? Abreise neu bauen. Okay. Oh, 123 Jahre, nice. Das Flugzeug? Ja. Gut gehalten, oder? Absolut, also. Alter, ich würde als Masse auch nicht so dastehen, wenn das Flugzeug noch nicht so rollt. Stillgestanden! Ja, aber geil, pro Flug hat es fast eine Mille gerade gebracht. 113 Leute warten, 15 passen rein. Immer einer noch ein anderen. Schon heftig. Ja, Anu, was wollen wir denn machen diesmal? Ich kann aber ganz das, kurz. Was wir jeden Mittwoch machen, die Weltherrschaft an uns. Ach nee, falsches Spiel. Der andere und der Mario. Ich kann mal kurz hier zeigen, was ich gemacht habe. In Delhi City. Da haben wir einen großen Umbau gemacht. Ich habe da den Flughafen weggenommen. Sag immer, Flughafen. War es nur eher ich. Ich hatte Ausgewalt. Ich hatte auf mich. Das war alles. Ich habe den Bahnhof wieder mal versetzt, weil so wenig Platz ist. Ich habe den Hafen versetzt. Und, stimmt, das hatte ich noch neu gemacht. Ich habe hier den Nahverkehr komplett anders gemacht, weil ja da die meisten Straßen weggefallen sind. Ich habe jetzt natürlich wieder einen schönen Tunnel. Juhu! Der geht da durch und kommt da raus. Das musste sein, weil ansonsten hätte die Fabrik zum Hafen keine Reichweite. Das wäre blöd. Ja, das wäre blöd. Drum muss er da durchgehen und ja, geht hier so eine kleine Ringlinie mit der Tram. Die Güter haben wir auch noch. Ja. Warte mal, da sieht man es vielleicht am besten. Rosa ist die Güter. Mhm. Die gehen bis da nach hinten. Und dann haben wir da noch eine Buslinie da unten. So einen kleinen Quader. Dann haben wir quasi das hier schön abgedeckt, wir haben das hier abgedeckt. Da oben jetzt nicht wirklich, aber das sind nicht so die großen Gebäude. Ja, da kann man abfahren, bis noch was hinkommt ja, oder so. Ja, genau. Kann man vielleicht da noch erweitern dann, aber das hat sich so gut angeboten von den Straßen her, dass ich es da gebaut habe. Die Busse. Das Hochhaus in der Mitte ist ja mal fett, dann nimmt ihr irgendwie echt den Block schlechthin ein von der Geflogen. Nur Grund. 16 Leute. Wett? Krass, ne? Pro Etage einer, oder was? Gewerbepark schon 24 da drinnen. Das sieht gefühlt kleiner aus. Ach, das ist eine optische Täuschung. Ah, also. Das liegt an der Sonnenspiegelung in Verbindung mit den Schatten und schon ist das Auge verwirrt. So schnell geht's. Da sieht's zwar dezent ein bisschen komisch aus, weil das hier so eine Schleife macht. Das hier, das Grüne, die Tram. Ja. Aber ist okay, glaube ich. Sieht komisch aus, wie es gehört so, würde ich sagen. Ja. Sieht komisch aus, ist so gewollt.
Und da wollte ich dann auch nicht parallel fahren, sondern da fahren wir zum Glück nur über dieses kurze Stück und da fahren wir auch nebeneinander. Ja, also. Ist okay. Passt. Passt, wackelt, hat Luft. Und dann von Delhi City geht's mit der Schnellbahn hier durch nach Grand Prairie und dann raus. Ist denn da schon eine Schnellbahn? Oder haben wir nicht letztes Mal erst auf die Schnee gebracht? Also, was ist letztes Mal offscreen eben? Das habe ich offscreen gemacht, ja. Ah, da fährt aber schon ein Zug? Da fährt schon was, ja. Okay. Ich habe da auch schon notdürftig so eine Buslinie eingerichtet. Weil Grand Prairie so mega klein. Ja, aber wirkt auch relativ smart. So ein Rundbogentrip. 190 aktuell, also ein bisschen mehr sind schon dazugekommen. Ja, das hat mir irgendwie ganz gut gefallen. Dachte ich, oh komm. Wenn es mir die Stadt schon so anbietet, machen wir es doch gleich. Und von Grand Prairie wäre jetzt unser Plan, hier nach Charlotte durchzufahren. Unterirdisch. Es ist nur die Frage, wo bauen wir den Bahnhof hin? Wo verändern wir den? Und ich habe da ein bisschen was probiert, aber es hat mir nicht so gut gefallen. Hab's dem Arno gerade gezeigt. Und jetzt werden wir das noch schöner machen. Herzlich willkommen zu schöner Let's Play. Also, Sie dürfen. Wie wollen Sie es haben? Ja, so meine Idee wäre jetzt, wir reißen den noch nicht weg. Ja, ich guck nur ganz kurz, ob oben Güter ist oder... Ne, oben ist Personen, unten ist Güter, okay. Gut, das heißt, wir brauchen Personenbahnhof, okay. Okay, Dubi. Siehst du diese eine Straße, die Richtung Försterei geht? Korrekt, die würde ich zurückversetzen, nennen wir es mal so. Wegreißen die Scheiße. Ein positiver Rückbau. Der Mensch zieht sich aus der Natur zurück. Kann ja nur einen positiven Effekt haben. So, und in die Lücke, also von rechts oben nach links unten reinversetzt, würde ich versuchen, irgendwie einen Bahnhof zu kriegen. Okay, Passagierbahnhof 3, Höchstgeschwindigkeit. Dass man das immer wieder umändern muss auf Höchstgeschwindigkeit. Nein, ich will langsam fahren. Ja, ja, wollen wir so eine Retro-City machen? Von der Neigung her... Ich würde ein bisschen mehr nach also links nach unten gehen von der okay, Neigung. Passt. Ja. Es klingt gut, what? So. Hier so rein. Ja, mache ich noch ein bisschen weiter nach rechts. Stopp. So würde ich sagen. Und dann entsprechend passt du die Straßen einfach an. Mhm. Okay. Er wird wahrscheinlich wegen dem Tunnel das erste Quader von Stadt vielleicht noch weichen müssen auf der linken Seite, aber mehr auch nicht, denke ich. Der Rest dürfte dann unterirdisch verlaufen. Die großen Gebäude werden bleiben, das ist der Vorteil. Die werden bleiben, also nur die kleinen von ersten Block, worauf wir stoßen, meine ich jetzt. Ja. Sollen wir das zuerst probieren auf der linken Seite und dann erst rechts anpassen? Würde ich sagen, macht am meisten Sinn. Dann haben wir nämlich den Problemfall hinter uns. Nicht, dass es wieder so endet. Problemfall schadet. Ja, ich sag nur nichts, dass es wieder so endet wie in Dallas letztes Mal. Was? Ach, dann nehmen wir nur die eine Straße weg. Okay, nehmen wir die zwei Straßen weg. Okay, nehmen wir vier Blöcke links und rechts weg. Und die Stadt ist halbiert. So, schauen wir mal, vielleicht reicht das ja schon aus. Muss den Bahnhof noch verändern? Weil ich muss noch ein Gütergleis dran pappen. Das Gütergleis kann entweder an der zweiten oder Gleis dritten... Gleis oder Plattform? Plattform, ja. Ah, okay. Ah. Gütergleis, Güterplattform ist eigentlich egal, wo es ist. Sollte unten sein, aber kann an der zweiten oder dritten Position sein. Zwecks einfach, würde ich sagen, unten, oder? Dann gehen wir von der Mitte aus weg in die andere Stadt. Genau. Von der Mitte nach links, oben mit Passagieren nach rechts und unten Cargo. 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 Musst du das wegreißen? Splatschsparender.
Ich dachte, wenn man es auf die andere Seite setzt, wird. Also, würde es denn überhaupt gehen, wenn man es auf die andere Seite setzt, oder geht es eher nicht? Du hast ja jetzt ein bisschen mehr Modular-Erfahrung als ich. Doch, würde auch gehen. Okay. Du hast recht, eigentlich ist es sogar egal. Streng genommen ist es komplett egal. Okay. So. Aber wir spielen ja auch mit Ästhetik. Wir sind ja hier bei Schönbau-LP. Wie du sagst jetzt, nee, das gefällt mir so nicht. So. Sehr schön. Und er erkennt gleich, dass es ein modularer Bahnhof ist. Oh, ehrlich. Macht uns dieses läuft, zweite Symbol. Sehr schön. So wollen wir das haben. Okay, passt. Er kennt jetzt ein Symbol, was aussieht wie so ein Amazon-Karton. Ja. Hashtag nur Fleischwerbung. Wieso wollte ich jetzt Fleischwerbung sagen? Schleichwerbung ist so offensichtlich. Nimm mal Fleischwerbung. Fleischwerbung. Herzliche Grüße, ihr lokaler Metzger. Das geht aber nicht hier. Sorry, Leute. Das könnt ihr gleich nochmal schöner machen. Man baut eine Schiene, was denkt die Stadt? Machen wir erstmal Strand raus. Party! So, ich möchte nur mal ganz kurz sehen, wie denn circa der Verlauf wäre. Gar nicht sehr schön. Ich dachte auch, zeig's mir fehlt aber. Bis hierher an. Okay. Aha. Warum auch immer, okay. Das wird schon irgendwie passen in die Richtung. Ja, würde ich auch sagen, machen wir, bis er den Tunnel zack, jetzt eingerastet hat, und machen wir bis dahin fertig. Ah, zeig mir, wie schnell du ein Stück. 281. Okay, danke. Sollen wir noch auf 300 oder? Ja, hier wäre es, glaube ich, 300. 279. Stopp, jetzt ist 300. Jetzt mit Tunnel, sehr schön. Jetzt mit Tunnel. Jetzt mit Tunnel. So. New Fleischwerbung von Fragrance. Weißt du? Fast, liebe Stadt. Das hört mich an diesen alten. Kennst du Edmund Stoiber, dieses Video mit in 10 Minuten? Am Münchner Hauptbahnhof? Ja. Ich kenne nur den Spruch. Okay. Ja, der hat mal eine Rede halten sollen und wusste offensichtlich gar nicht, worum es richtig geht, worüber er reden sollte. Und er hat dann irgendwas gefaselt. In 10 Minuten sind sie quasi vorm Hauptbahnhof im Flugzeug. In 10 Minuten. Und dann fing er noch krass an. Okay. So, das muss leider auch noch weichen. Sind aber jetzt nicht die großen Gebäude. Okay. Hoffentlich reicht's dann. Jetzt reicht's aber auch. Stellt euch nicht so an. Da wird's gehen, das ist aber schon zu tief. Wir müssen nicht so tief runter. Wir müssen nicht so tief sinken. Ja, wobei, wir können eine Route nehmen und können auch das Holz da von der anderen reinziehen. Wenn du es ins Wasser reinziehst, plöppt dann der Tunnel nicht vielleicht einfach ein paar Meter früher mal irgendwann auch? Nee. Schön wär's. Och Mensch, was ist denn das? Und man diese ewig. Unten bei Grand Prix ist der Tunnel gefühlt nach 10 Metern und hier braucht es einen halben Kilometer oder was? Ja, das ist wieder wie Dallas. Die lasse ich. Mal gucken, ob sie echt. Die Straße können wir auch Bubarin-Straße nennen, so wie die aus. Wieso geht's jetzt nach oben? Das macht der immer standardmäßig. So, okay, das sieht gut aus. 300? Gefällt dir das so? Was? Du jetzt blöde nicht. Stadt! Hör auf, deine Straße zu bauen! Ich dachte ich schon so her, was hat er denn jetzt? Dann machen wir mal Pause. So. Also nochmal zur Veranschaulichung. Kann man so lassen, sag ich mal. Alternativ halt ein bisschen runter, aber dann wird es von der Geschwindigkeit wieder weniger. Nee, ich glaube, wir brauchen auch gar nicht so weit runter.
weil die Neigung des Bahnhofs jetzt ja schon mehr Richtung unten ist als vorher. Stimmt. Ich würde sogar schon fast sagen, wir sind schon zu weit unten. Ja, aber dann müsste ich das ja auch noch begrenzen. Weil weiter rauf können wir nicht mehr. Geh nochmal zum Bahnhof eben zurück, von dem hier. Ja. Und was wäre, wenn wir den Bahnhof noch ein Stück weiter nach rechts schieben? Was? Toll wäre, wenn ich jetzt das ganze Konstrukt so nehmen könnte und einfach verschieben. Ach, das wäre doch ein Feature, das wäre doch was für ein dritten Teil. 800 schon längst eingeführt hat vor 2 Jahren. Ich glaube auch, ja. Da so her, oder ist das schon zu weit draußen? In der Mitte wäre ja, oder? Ich würde sagen mittig, weil ich habe sonst Angst, dass du nachher sonst wieder den Tunnel nach rechts nicht rechtzeitig wegkriegst. Okay, warte mal. Den Holztunnel da, meine ich. Mal den Finger drauf. Ja, da so. Bei den weißen Steinen. Weiter nach rechts, weiter. Ist ja so in etwa, oder? Vielleicht auch tendenziell runter, damit wir da noch schön vorbeikommen an den Häusern da, die noch stehen. So. So. Wenn du den vielleicht jetzt sogar nochmal mit M oder N nach unten versetzt, vielleicht kommen wir dann auch früher in den Tunnel rein. Ja, das war wieder diese Dings-Taste hier. Die Punkt- und die Beistrich-Taste. Punkt und Beistrich. Ja, M und N ist nur für links und rechts. Oh, oh Gott. Aber jetzt können wir die Plattform stehen lassen. Oder das gleich stehen lassen und machen die Plattform hier jetzt aus. Jetzt bauen wir es andersrum. Jetzt haben wir das. Jetzt hat es der andere. Okay. Runter, 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 runter. Sehr schön. Ja, gefällt mir besser, weil da kann die Stadt da wirklich eine Straße hinbauen. Das, was sie unbedingt haben wollen. Und wir sind ein bisschen höher dran. Ja, gefällt mir. Dann kann man nämlich auch die Straße nämlich ganz normal wieder miteinander verbinden. Ab wann macht sie den Tunnel? Ab hier. Sehr schön, dann nutze ich das aus. Je früher, desto besser. Boah, wir sind die besten Arbeitgeber, wir nutzen einfach alle aus. Yeah, einfach. <High five. lacht> So, wenn das jetzt nicht funktioniert, raste ich aus. Ich bin ja mal gespannt, ob der Tunnel wieder so eine kleine Unterbrechung zwischendurch ja. hat. Oder ob er wieder sagt, hier, Probleme mit dem Anschluss. Kollision, ja. Da ist ein Fisch im Weg. Oh Gott. Da rede ich nur drüber. Und wo jetzt diesmal? Hä? Im Wasser. Drum musste ich das. Ja, es ist ein Fisch im Weg. Drum musste ich das so blöd aufschütten. Weißt du echt, dass es an denen hier liegt? Nee, nicht wirklich. Erstmal sind es Vögel, die sollten hoffentlich nicht im Wasser sein. Sind die vielleicht zu tief? Schatz, bin ich zu tief heute? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Das war das Nächste am Oberding. Ja, aber wenn du jetzt die Schiene weiter reinziehst, dann geht der ja immer weiter nach unten. Vielleicht kannst du einfach irgendwann, wenn du die Schiene ziehst, sagen, ab jetzt nur noch waagerecht, dass er nicht weiter in den Boden rein. Weißt du? Reinrammt. Mein Reinramm nicht so tief. Ne? Ich mach das nicht, ne? Vor allem, er will eine Brücke machen. Was für Brückenpfeiler denn jetzt? Und dann nimmt er Brückenpfeiler. Weil er da irgendwann wieder raus will, weil wir eben ja nicht sind. Und ich fahre geradeaus und er sagt 90 Höchstgeschwindigkeit. Und Brückenpfeiler. Okay, dann reißt man diese Sandbank vielleicht da vorne und noch. Also als das kleinstes Übel. Ich glaube, wir sollten es eher dazu bauen, so wie ich das halt gebaut habe. In der Variante, die wir dann nicht verwendet haben. Also mehr Erde. Ja.
Hier wird's gehen, nämlich. Ja, okay, ist auch 300. Obwohl, dann liegt's vielleicht daran, weil hier keine Sandbank ist. Vielleicht hast du recht. Weil so ist es ein bisschen blöd, oder? Müssen wir hinten wohl? Warte mal. Ich meine, der Schienenbau. Kann ich noch zurückschieben? Kann sie mal probieren bis hierher? Ja. Und dann mal verbinden mit dem anderen Tunnel. Ach, wo bist du jetzt? Trigger. Trigger. Dreh vielleicht mal ein bisschen. Siehst du das? Er triggert mir nicht. Es, ganz ehrlich, aus meiner Perspektive sieht es auch so aus, als ob die linke Tunnelhälfte wieder oberirdisch ist. Ja, irgendwie schon. Jetzt sieht's besser aus. Jetzt kann ich triggern. Okay. Ich kann es abbauen. Ah, jetzt. 92, ja. 92, what the fuck? 90. Wer bietet mehr? Hä? Vor allem, sie guckt ja das an, er will schon wieder irgendwie hochbauen. Da. Er baut da schon wieder irgend so komisch. Der Pfeil zeigt auch nach oben. Kannst du den Pfeil nicht nach unten machen? Ändert nur nichts. Ja, dann reiß ich dieses Sandpinöbel-Ding da mal weg. Dann probieren wir es mal ohne. Baut auch schon wieder so einen unsichtbaren Tunnel gefühlt, ja. Also. Ab hier könnte ich dann wieder anschließen. Das sind immer diese berühmten Durchsagen, ihre Anschlussverbindung ist gefährdet. Aber verstehst du das? Da ist ja nicht mal eine Sandbank hier. Da ist ja keine. Da fehlt die Sandbank auch komplett. Ich weiß nicht, warum er da eine Kollision hat. Ich weiß es ehrlich gesagt. Es gehört zu den vielen Kuriositäten bei dem Spiel, die ich mittlerweile nicht mehr verstehe. Von Modularbau, ja. Anhöften und LKW-Stationen, durch die Trams durchfahren können. Über keine Ahnung, was noch alles. Über sterbende Tiere, die zum Spielabschluss führen. Und das, wir klingen immer so negativ. Ich finde es immer noch cool, aber es hat halt seine Probleme mit dem Modularen. Uns nicht so recht damit zurecht. Ich komme nicht so recht damit zurecht, das ist gut. Hä? Achso, ich dachte schon, die Sandbank geht jetzt auch nicht weg. Er braucht nur Ewigkeiten zum Triggern, wie du siehst. So. Sollte doch so passen, oder? Ich sag mal ganz vorsichtig, ja. Das Spiel hat aber auch schon oft bewiesen. So, du baust eine Straße da, jetzt ist mir egal. Jetzt wird er gar nicht mehr. Geleck wie du am Arsch. So wird's gehen. Ich mich jetzt auf. Hä? Warte mal. Wieso geht's denn da rauf und da runter nicht? Ist ihm das jetzt zu hoch? Ist es ihm zu tief? Ich würde es gern unterirdisch sehen, kannst aber die, ich sehe das immer nur, wenn Fische vorbeischwimmen. Sind da gerade zufällig Fische? Wir brauchen Fische, da sind Fische. Ich hoffe, die sterben jetzt nicht in dem Moment. So, warte, wir gehen unterirdisch. Na, herzlich willkommen in Nevada. Wie sieht's denn hier aus, ey? Was denkt sich der A? Wie sieht's denn hier aus? Vielleicht liegt's daran, dass wir es noch anpassen müssen, Terraforming-mäßig? Mal glatt ebnen. Mhm. Let's try. Schwimmen sie auch schon weg. Kein Bock, da ist hässlich. Nur diese Ansicht hätte ich halt gerne auf länger. Längerfristig. Auf die nächsten Fische warten. Wollen, ist da jetzt durch unseren Tunnel schon wieder so eine Sandrippe? Ja, sah seltsam aus auf jeden Fall.
Ich habe halt keine Ahnung, was ich jetzt verändere, ob das jetzt so passt oder nicht. Ob das jetzt glatt geebnet wird oder in welchem Ausmaß. Ich wisch hier halt einfach mal ein bisschen herum. Frühjahrsputz in Terraforming. Da wäre ein größerer Pinsel vielleicht noch ein bisschen besser. Aber auf die Größe des Pinsels kommst du nicht an. So. Hey, jetzt ist er schon ein Tunnel. Ja, der war schon. Der Body nochmal ein Stück. Was ist denn da für eine Fläche vor dem Tunnel? Das ist so ein dunkles Quadrat. Ich könnte auch wieder immer irgendwo reinfahren. Wie beim Sex. Wahrscheinlich ist der Tunnel schnappt. Oder ein Wal hat sich drin verfangen. Keine Ahnung. Okay, bauen wir es ihm zurück. Tun wir da auch nochmal schön anebnen. Angleichen. Hm? Nee, okay. Hat nichts damit zu tun. Du hast das Glattebnungstool angeschmissen, auf einmal bricht da oben so ein Haus zusammen. Oh Gott. Jetzt geht's gar nicht mehr. No. Also ich würde nochmal gerne auf meine grundlegende Idee zurückkommen. Laden. Laden und einfach eine Schussroute draus machen. Jetzt weißt du, warum ich nicht so happy war mit dem, wie ich es versucht habe. Da war das Original genauso. Einfach ein bisschen dazu bauen, bis es irgendwann mal klappt. Ja, also der Valvo hat es schon mal getestet und da ist eine sehr lange Landzunge draus entstanden. Ja. Oder? Wir können es hier noch versuchen, ein bisschen zu erweitern. Dann sieht es auch nicht so hässlich aus. Ja, dann nehmen wir die Bucht weg. Was wir auch im letzten Fall machen können, da brauchen wir aber viel mehr Geld zu. Zoom mal ganz kurz, ganz weit raus. Ja, warte. Wir machen einfach eine Landzunge von Charlotte bis Grand Prix und von Orange. Okay! Let's do it! Ich fische Horn gleich wieder ab. Oh Gott! In fisch historischen Büchern stehen drin, es war mal so schön und dann kam der Mensch. Anruf Malmo. Wir haben das gerade so schön glatt geebnet, ne? Und jetzt wieder. Also die Ebenen hier, die können wir auch für den nächsten Sci-Fi-Film anbieten. Filmkulisse. So. Alles glatt machen. So gut wie. Was auch immer er da wieder baut. Aber okay. Da hat er auch der Tunnel seine Probleme. Was ist denn da für ein Quark? Ja. Wer kennt's nicht? Boah, ja, keine Ahnung. Das geht doch gar nicht weg. Alter. Ist ja noch ein Stück Rest. Saurons Auge, oder was? Jetzt entsteht da noch ein zweites daneben. Ah, jetzt ist weg. Ne, Tunnel ist da. Hä? Ich kann es ja gar nicht ändern. Ich kann es ja gar nicht wegnehmen. Ich gehe hier auf Angleichen. Es passiert nichts. Ich gehe auf Dazu bauen. Und er baut rundherum. Um das Auge. Hä? Das habe ich aber auch noch nie gesehen. Und wenn ich mehr wegnehme? Das bleibt bestehen. Aha. Schön. Ach, Meinung des Experten, die kann so nicht richtig sein. Scherzen da schon wieder. Aber du könntest recht haben, dadurch entsteht das vielleicht. Nö, Tunnels mag der da in der Gegend, glaube ich, generell einfach nicht. Bis daher geht's. Ab da hat er eine Kollision. Hä? Also bis genau dahin, wo dieses komische Ding ist, was? Ja. Hä? Das ist doch echt ein bisschen seltsam, oder? Atomgebiete.
Schreibt es mal gerne in die Kommentare, ob ich... Keine Ahnung, ob das bei euch auch so auftritt. Ob das damit zu tun hat, dass wir noch mit der Release-Version quasi spielen. Also sie wird schon geupdatet, aber ob der Spielstand auch geupdatet wird, ist die Frage. Ich hoffe mal. Aber es kam zumindest keine Meldung, der ist, sollte erneuert werden oder irgendwas. Oder eine Warnung, sie laden einen alten Spielstand oder so. Aber das kann es doch echt nicht sein hier, oder? Was ist das? Das ist der Atomsee. Wie kriegt man es weg? Kannst du da mit dem Abriss-Tool, vielleicht ist da noch irgendein Stück Schiene oder so, die da blockiert oder so? Ah, da war es. 8000? Was habe ich abgerissen? Da war ein Stück Schiene oder so. Das aber nicht ersichtlich war, weil die Schiene da endet, oder? Von den sichtbaren Tunnel her, ja. Ja. Von den ominösen, unsichtbaren Tunneln ist es offensichtlich noch was gewesen. Du hast recht, da war was. Okay. Das sind aber auch Ideen, auf die man erstmal kommen muss. Okay, jetzt geht's wieder bis hier. Du hast recht gehabt, wir bauen einfach hier durchgängig durch. Ich meine, er will gerade wieder rauf, warum auch immer. Kann ich ihm sagen, dass er ebenerdig fahren soll oder runter? Würde es zumindest wieder bis hierher gehen. Warte, geht das jetzt durchgängig? Schauen wir mal. Komm, hier, hier. Ey, Fuß. Ganz vorsichtig. Ja, du. Scheiß drauf, wie es aussieht. Setz den Haken und mach einen Strich dran oder so. Oder wie ich nicht schenke ein, mach Striche. So, ah, guck mal, nur zwei kleine Unterbrechungen. Das sieht auch so geil aus. Und ja, die sieht man auch von unten. Das haben wir schon getestet in anderen. Ja. Im anderen Ladespielstand. Und man kann es auch nicht wirklich abreißen, weil wenn man es nochmal neu hinbaut, dann sieht es wieder genauso aus. Ja. Soll ich da jetzt noch ein bisschen was wegnehmen oder soll ich so lassen? Kann ich vielleicht noch angleichen ein bisschen. Kannst du angleichen. Hallo? Tut sich da was? Ja, das Geld wird mehr. Also optisch sich verändern tut er sich dann, glaube ich, nicht viel. Ach, wir kriegen mehr Geld dadurch. Das Geld wird mehr. Das Geld beim Mauscursor wird mehr, das links unten eher wie... Nee, wird auch mehr. Das wird wahrscheinlich erst abgebucht, wenn du loslässt. Nicht loslassen. Das musst du jetzt 10 Jahre festhalten. Das braucht immer eine Weile, bis er es checkt. Ja, das wirklich runtergegangen ist es nicht. Ich weiß nicht, was genau er da angleicht. Aber hey, es hat ein paar hunderttausend gekostet, was so er getan Siehst du das? Hat. Ich gehe auf Angleichen und er macht genau nichts. Also ich glaube, das Einzige, was sich verschiebt, ist die Rasenkante. Ja. Und wenn ich runtergehe, steht gleich wieder so ein ekliges... Wird sogar gehen. Dann noch ausgleichen. Huch. Er triggert halt ewig nicht. Ich drück drauf und er braucht Ewigkeiten, um da zu triggern. Und dann geht er gleich mit abrupt runter. Ist das vielleicht die Stärke? Stimmt vielleicht, ja. Vielleicht. Schauen wir mal. Ja, okay, du hast recht. Danke, Anu. Jo, bitte, bitte. Sorry, Tom. Also für das eine, für alles andere nicht. Diese Stärke kann schon sein. Zu stark. Charleston hat jetzt einen Bodensee. Charlotte. Charlotte, Entschuldigung. Charlotte. Okay. Boah. Charlotte. Charlotte. Die alte Modde. Wirklich? Runter geht's da aber auch nicht da vorne.
bisschen. Gefällt uns das? Lass mal so. Es sieht auf jeden Fall ein bisschen besser aus als vorher. Der Sieg sieht gerade nicht mehr ganz zu. Hey, neue Busse. Das Luftkissenboot ist back. Oh. Mit 15 Leuten oder so. Mhm. 15 Leute für 1,2 Millionen. Da kann man sich mal ein paar Mal ausrechnen, wie oft das Ding hin und her tuckern muss, bis es sich refinanziert hat. So, okay. So sieht's jetzt aus. Wie gefällt's euch, Fische? Drehen sie gleich wieder um. Wer weiß, wo die überhaupt sind. Die sind wahrscheinlich schon, keine Ahnung, in Dallas. In Cleveland. Im Zweifel in Cleveland bei Gloria, ja. Und da, sind's, da wissen wir wieder genau, wo der Zug ist. Man sieht, wo der Tunnel ist. Sieht ein bisschen aus wie im Rücken. Ein Rückgrat. Ja, stimmt. Die Stadt hat ein Rückgrat. Wenigstens eine. Ja, passt. Sagen wir, es passt. Da dürft ihr euch verbinden. Wir sind ja gütig. Kauft das Bier für Lien in Amt, ja, Amt ist als Baumeister, ihr dürft euch jetzt verbinden. Dann können wir da mal einen Cut machen. Sind schon wieder am Folgenende. Echt, oh mein Gott. Ja. Richtig was geschafft. Ich frage mich gerade, wie lange, warte mal, sehe ich hier eigentlich irgendwo, wir skypen seit einer Stunde. Ja, Folge geht 37 Minuten. Oh Gott. Oh Gott. Ja, aber immerhin, wir haben einen Bahnhof gebaut und einen Tunnel. Und keine Kollision. Und beim nächsten Mal dürfen wir alles abreißen hier. Juhu. Also bevor Hallo, der nächste Tunnel. Oh, was solltest du sein? Ja, das stimmt, David, eh lustig. Ja, genau. Sich was ausgeht. Ja. Auf der total gewinnträchtigen Linie hier. Entschuldigung. Die macht genauso viel Verlust, wie das eine Flugzeug eben Gewinn. Juhu. Es gleicht sich wieder aus hier in Charlton. Charlotte, mein Gott. Charleston, Charlotte, Charlton. Hier, Charlotte. Irgendwas, was klingt wie Karotte, nur mit Sch. Scharotte. Aber weil du gefragt hattest wegen dem Flughafen. Ja. Den müssten wir halt wirklich komplett neu machen. Da habe ich keine Möglichkeit, das irgendwie zu upgraden. Ich kann nur mehr Hangar draufsetzen. Hangar Games. Hauptgebäude, Passagier- und Güterterminal. Aber kein Upgrade. Ja, mehr Hangar bringen uns nichts. Und wenn wir einen Passagierflughafen machen? Passagierflughafen? Oh, ich glaube, da müssen wir ein bisschen aufschütten, oder? Oder nach oben verschieben. Ja. Ja, hier irgendwo. So also schräg. Genau. Aber lass uns mal die Bahnschiene fertig machen, bevor wir weiter rumbasteln hier. Oder? Mhm. Ja, können wir machen. Dachte nur, wenn wir den Nahverkehr umändern, dann könnten wir das ja eigentlich auch gleich anpassen. Wegen Bussen und so weiter, dass die da vorbeifahren. Das können wir gerne machen. Und ich würde sagen, eins nach dem anderen. Oder willst du jetzt Zug sein lassen? Nee, machen wir erstmal die Folge zu Ende. Oder so, stimmt, ich hab schon wieder vergessen. Ich bin schon wieder in der neuen. Fast. Na gut, liebe Leute, dann danke fürs Zuschauen und allen alle fürs dabei sein. Hui, da geht's bergab. City Charlotte. Oh, so ein bisschen Fehler in der Matrix. Die Stromschwankungen, das kommt dann immer. Da alles abreißen, immer wieder Strom. Und manche von diesen alten Neo-Röhren anzeigen, die flackern dann auch nach einer Weile. Ist das. Kannst nichts machen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.